type of weapons. One, it shields the max power. So, ihr Freunde der Südsee und der gepflegten Science-Fiction. Es ist mal wieder Zeit für mich, den Nickels von Space Let's Play, für die gepflegteste und beste Kategorie, meiner Meinung nach, der HD-Gameplay-Kategorie, beziehungsweise quasi eigentlich nur ein Let's Test, in der wir uns nach und nach mal wieder ein paar frische Titel raussuchen, meistens eigentlich Demos, und da mal reinschnuppern. Der Titel ist nicht ganz so frisch und doch ziemlich neu. Es geht um Stargate Empire at War Pegasus Chronicles. Wer dem Titel oder das Menü schon was sagt, der liegt da nicht ganz falsch. Es geht nämlich eigentlich um Star Wars Empire at War. Das hier ist eine Mod dafür. Das ist ein Strategiespiel im Star Wars Universum, so mit Raumschlachten, Bodenschlachten, der ganze Quatsch halt. Das wurde alles umgemoddet, ja, schon vor einigen Jahren, ich glaube vier bis drei Jahre, da habe ich es erstmal gespielt, bin jetzt erstmal drauf gestoßen. Da wurde es umgeschrieben für, Stargate. Stargate, auch eine beliebte Science-Fiction-Serie. Ich selbst ein großer Stargate-Fan. Das hier ist noch eine, ich möchte mal sagen, pre-up-fertige Version. Das Ganze läuft jetzt über einen Launcher, ja? Und momentan sind nur Gefechte verfügbar. Und das auch nur in, gehen wir mal auf Eigen, so hier. Das auch nur in, wie sagt man, in Weltraumschlachten, ja. Das heißt, Boden geht eigentlich noch nicht, beziehungsweise ist, glaube ich, noch gar keine Map verfügbar. Ich weiß gar nicht, ob man die hier spielen kann. Wenn ja, dann keine Ahnung, wie die aussieht. Auf jeden Fall, hier sind auf jeden Fall schon alle Schlachten überarbeitet. Man hat die Teams und kann halt machen, was man möchte. Das ist alles auf jeden Fall schon mal so richtig, richtig, richtig geil. Ich habe davor auch schon mal jetzt vor kurzer Zeit reingeguckt, also gestern ungefähr. Möchte jetzt einfach mal aufnehmen, quasi als HD-Gameplay. Und wir legen dann auch gleich mal los. Ich suche mir noch eine schöne Map. Nehmen wir einfach mal die Läuterung Celestis. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir könnten jetzt natürlich theoretisch noch hier mal ein anderes Team reinhauen. Zum Beispiel die Wraith als Gegner. Müsste aber nicht unbedingt sein. Wir machen mal hier offen. Wir wollen ja quasi nur reinschnuppern. Und dann nehme ich mal die KI auf mittelschwer. Und dann bleibe ich bei Anubis. Also Tauri gegen Anubis. Anubis sind quasi die ägyptischen Götter von der Rasse her, die quasi imitieren. Also die Goa'uld gegen die Tauri. Tauri ist das, ich sag mal, die Übersetzung einer alten Rasse von Menschheit. Von daher lassen wir das so. Erweiterung. Ja, das ist alles vollkommen in Ordnung. Mein Gott. Lassen wir die halt ruhig so. Ist doch kein Problem. Und wir starten. Ich habe gestern da so voller Freude reingeguckt, ihr glaubt gar nicht, wie kribbelig ich war. Also das komplette Spiel quasi wurde jetzt in Stargate umgewandelt. Sounds, Designs, Story, Kampagne, galaktische Eroberung, alles komplett Stargate jetzt. Wird allerdings erst nach und nach jetzt immer wieder reingepatcht, sozusagen. Ich weiß nicht, in welchem Abstand, vielleicht monatlich, vielleicht in einem halben Jahr ist alles fertig. Ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Soweit konnte ich mich noch nicht informieren. Dafür sind da wirklich auch sehr viel ausgedachte Sachen dabei, also zum Beispiel bei der Rasse Wraith, da sind sehr viele Schiffe eingebaut worden, die es eigentlich so gar nicht gibt. Jetzt gucke ich gerade, hier scheint ja irgendwas in der Mitte zu sein, was ich so gar nicht sehe. Das ist ja schon mal interessant. Jetzt auf jeden Fall gleich mal, hier bitte. Erstmal hier in die Richtung. Und du gehst bitte da in die Richtung, denn wir müssen jetzt natürlich erstmal Minen einnehmen und die dann auch gleich bauen. Dann gucken wir mal. Ich baue dann gleich mal die erstmal zu einer weiteren Stufe aus. Das mache ich ganz, ganz flott. Und dann baue ich erstmal ein bisschen mit Jäger und Bomber rum. Machen wir das so. Quasi ein, so heißt das Geschwader, X301er Geschwader. Sind quasi leichte Angriffsjäger, jetzt erstmal nichts Besonderes.
So, da können wir uns ja jetzt noch nicht hier hochpumpen. So, das können wir jetzt erstmal einnehmen hier. Genauso wie die. Jetzt müssen wir natürlich warten, obwohl wir können natürlich jetzt einmal das hier stornieren. Und dann können wir gleich... Moment. Na komm. Gib Gummi. Ah, ich warte. Ja, dann machen wir halt so. Einmal das aufbauen. Und dann können wir hier natürlich gleich mal den guten Cameron Mitch als Held. Als Held schicken. Was hat der für ein Geschwader? Ein F302er Geschwader. So, und der hat gezielter Schuss. Feuert einen einzigen gezielten Schuss auf ein ausgewähltes Ziel ab, welches ein ganzes Schiffssystem mit einem Schlag zerstört. Das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich awesome. Dann bitte gleich mal hier hinfliegen. Das ist alles, was wir haben. So, können wir jetzt schon die andere rausbauen? Nee, noch nicht. Können Sie mich hören? Na los, beeil dich doch bitte mal ein bisschen. Das dauert wieder. Auf jeden Fall, ich ein sehr, sehr großer Stargate-Fan. Also wirklich enorm groß. Ja. Quasi, anstatt Mathe in der Schule habe ich halt die fremden Sprachen aus den fremden Rassen in diesem Spiel gelernt. Ja, so kann man sich das, das ist echt kein Scherz. Ich habe echt vor 4 Jährchen ungefähr in der Schule gehockt und versucht, diese Sprachen zu erlernen. Das war einfach mal der Hammer. Also es hat echt Hammer Spaß gemacht. So, ich muss mich natürlich ein bisschen beeilen, weil die KI ja echt nicht ohne ist. Nicht, dass ich hier noch verliere. So. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, erstmal, der Gegner hat schon mal einen Held, nämlich den hier. Das ist schon mal leicht suboptimal. Also, was haben wir denn hier? Ein Railgun-Satellit. Gleich mal aufbauen. Und dann gehe ich mal mit Mitchell in die Mitte und gucken mir an, was dort oben eigentlich ist, weil da muss ja irgendwas Cooles liegen, wenn hier schon so ein schöner Punkt ist. Gucken wir mal. Dann baue ich hier auf jeden Fall schon mal die verbesserte Minentechnik aus. Das ist nämlich auch schon mal nicht ohne. So, ich glaube, die FPS sind soweit auch alle ganz in Ordnung. Die können alle noch so bleiben. Ach du meine Güte, was ist das denn krasses? Eine Ori-Raumstation? Ernsthaft? Hilfe! Alter Falter. Was hat denn seine Raumstation von den Ori verloren? Ich habe keine Ahnung, was die macht, weil so weit weiß ich es ja echt nicht. Schießt immer noch auf mich? Krasser Scheiß. Oh. Da sind auch irgendwo Gegner, würde ich mal sagen. Die schießt schon auf feindliche Einheiten. Das ist natürlich krass. Das ist alles, was wir haben. Okay, der lässt sich offenbar nicht so viel Zeit, wie man gerne hätte. Das heißt, wir müssen hier gleich mal nachbauen. Am besten 2 Korvetten, die gut gegen Jäger sind. Wie sieht's aus? Und theoretisch kann ich natürlich mal mit Jäger eigentlich einen Bomberangriff auf die Ori-Raumstation fliegen. Aber darauf habe ich irgendwie jetzt nicht ganz so großen Bock. Obwohl ich eigentlich ja mal... Na komm. Hier meinen Jäger reinrufen könnte. Die wurden auch übrigens ganz designt. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Einfallsreichtum mit drin. Das ist wirklich gigantisch, was sie sich hier haben ausgedacht. Großen, großen Respekt und Lob an das Team, was hier hinter diesem ganzen Projekt steckt. Finde ich echt mega gut. Ganz ehrliche Meinung. So, ich muss mich jetzt hier aber wieder ein bisschen sputen, möchte ich meinen. Hier sind überall so Satelliten, die man eigentlich alle voll geil ausbauen kann. Ich habe jetzt nur einen einzigen ausgebaut, ne, ich bin auch was dämlich. Können Sie mich hören? Fliegen wir mit der mal dahin und mit denen mal dahin. Gucken wir mal, wie lange das hier überhaupt alles geht. Hier sind ja überall so eine Flieger. Was haben die hier? Antriebsschub. Ist doch mal gleich wunderbar. Gleich mal ein bisschen Geschwindigkeit. Oh, da sehe ich doch schon was. Eine kleine Raumbasis. Ist da der Gegner gelegen? Das ist natürlich doof. Das wusste ich nicht. Dann also gleich mal abdrehen. Alles klar. Gleich mal wegfliegen. Oh, Mitchell steckt schon ein. Natürlich doof. Und hier sieht man schon, wie die
Na, gehen wir mal rein in den Fight. Kämpfen wir mit. Wir kämpfen mal ganz einfach, kämpfen wir jetzt mit. Jetzt machen wir die Basis kaputt. Boah, guck dich das mal an. Ich hätte mal ganz gerne den schweren Superlaser weg. Den schweren Superlaser kannst du mal zerstören, bitte. Na, sie probieren's. Können Sie mich hören? Alter Falter. Obwohl, nee, gar nicht. Haben die nicht auch irgendwo einen Schildgenerator? Da. Okay, entschuldigt mich, Leute. Schade. Hat wohl nicht so funktioniert. Na egal, dann geht er einfach mal hier auf den Typ hier, wer auch immer das ist, keine Ahnung. Dr. Lee, was gibt's? Auf was schießt ihr da? Ach was, sieh meine an. Frechheit. Naja, aber da wird meine Basis, glaube ich, schon alleine mit fertig. Da mache ich mir jetzt nicht ganz so große Sorgen. Bam bam. Und mal ein bisschen Technik und so weiter. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Ich bin noch am Überlegen. Ich mache jetzt mal 3 von diesen kleinen Schmuckstückchen. Das sind die BC-304er, meine Lieblingsschiffsklasse aus der Serie. Und die gibt jetzt einfach gleich mal den Kollegen so richtig geil auf den Sack. So habe ich das auf jeden Fall vor. Und ich bräuchte das Schmuckstückchen hier. Na komm, los. Gib her. Damit du mal bitte mit einem Antriebsschub, so nämlich, dahin fliegst. So, und jetzt bitte den hier endlich mal kaputt machen. Es ist quasi der gegen den als Held und dabei kämpft die scheiß Ori-Raumstation noch gegen uns. Das ist natürlich sehr, 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 sehr suboptimal. Das sollte so im bestmöglichsten Fall nicht vonstatten gehen. So, was haben wir denn jetzt noch? Hier scheinen schon mal verbesserte Bomber zu sein. Das sind die F-302er hier, genau. Ah, da die Raumstation. Ich glaube, wir bauen erstmal an der Erweiterung, dass wir besser Geld bekommen. Das hier müsste jetzt unsere sein, genau. So. Und dann nehme ich mir mal noch ein weiteres davon. Ich habe übrigens auch ein bestimmtes Limit, das sieht man hier. 5 von 50 habe ich jetzt genommen, das ist quasi wie ein Bevölkerungslimit. So. Das ist doof, dass die Gleitgeschwader nicht mehr automatisch den Kollegen hier folgen. Das ist natürlich doof. Mitchell kämpft immer noch. Tatsächlich. Oh. Just in diesem Moment hat es Mitchell erwischt und der existiert nicht mehr. Schade. Aber ich würde ja schon ganz gerne mal so die Basis zerstören eigentlich. Ich habe schon ziemlich Bock drauf. Ah, was mache ich nur? Erstmal Raketensatellit. Raketensatellit. Können Sie mich hören? So, du wieder hier zurück verteidigen. Ach, was mache ich nur, Leute? Das ist alles so kompliziert, so schwer, so anstrengend. Wisst ihr, was ich meine? Hüllenpanzerung Stufe 1, das sind alles hier so leichte Prozentdinger, ist klar. Können wir alles machen. Was macht ihr hier? Ja, keine Ahnung, lasst doch dahin fliegen. Ja, Sir. Mit euch beiden? Ihr könnt mal ein bisschen Gummi geben. Darf ich annehmen, dass Sie damit einverstanden sind? Jetzt hat der schon wieder seinen Held gerufen. Na komm, jetzt könnt ihr auch angreifen. Bringt das sowieso nichts. Ist das sowieso so egal? Gibt's ja gar nicht. Ich will nämlich da oben ganz gern diese Mine auch noch haben. Quasi als super tolle, absolute... Ach was, guck mal. Ich wollte sagen, als absolute Machtherrschaft. Aber die machen wir erstmal jetzt kaputt hier. Bomber gleich mal gegen Bomber. Wenn ihr euch, zack, so, wenn ihr euch gewundert habt, warum die hier, ich zoome mal ein bisschen näher ran. Diese Jäger, fast genauso aussehen wie diese Jäger. In der Serie wurden
die hier von den Menschen, deren quasi nachgebaut. Also die haben die hier erobert und dann solche nachgebaut, quasi als wirklich Nachbauten. Also das ist jetzt vollkommen irrelevant. Nur so kleines Randgruppenwissen der Extraklasse. Den bauen wir mal zu den Railgun-Satelliten aus. Einfach so, weil wir es können. Ich habe voll Bock, jetzt mal so einen Angriff auf die Raumstation hier zu starten. Einfach so. Aus Jux und Tollerei, just for fun. Dazu brauchen wir aber noch ein paar Bomber, würde ich mal sagen. Lasst mich mal überlegen. Dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5er Bombergeschwader. Und dann holen wir nämlich noch die hier mit dazu. Und dann machen wir voll den Angriffsrush auf die Kollegen da. Des Weiteren kriegen die hier ordentlich, alter Falter, ordentlich Zunder von der Raumstation und von meinem Satelliten. Ist ja auch ziemlich geil eigentlich. Und ich glaube, ich kann mich natürlich täuschen, aber ich glaube, die wollen zu meiner Station. Frechheit. So. Ich glaube, die wollen sogar wirklich zu meiner Station. Frechheit! Dann schicken wir hier einfach SG-1 auf den Team, auf den Sack. Einfach so. Bam. Wenn die wollen. Alter, lol, was geht denn jetzt ab? Schießen die auf uns? Was ist das überhaupt? Artillerieattack, ja, die schießen auf uns und ja, er ruft da auch weiter Verstärkung. Das ist natürlich frech. Ich glaube, der macht so einen Flächenbeschuss auf uns. Guckt mal hier. Das trifft mich gar nicht, sondern es ist wirklich einfach nur rein auf die Fläche. Ist ja böse. So, der da kriegt immer weiter auf den Sack. Das ist auch sehr schön. Oh, ich mag dieses Spiel. Das ist Strategie. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kommentieren soll. Das merkt man eventuell. Aber grundsätzlich ist das ja echt der Hammer. Schießt der auf die... Der schießt auf die Station. Na, jetzt gibt's auf den Sack, mein Freund. Das kannst du wissen. Gleich mal hier... Stark gegen... ja gut, da wird das jetzt nicht unbedingt angezeigt. Okay. Könnte auch ein Fehler gewesen sein. Jetzt kriegen wir nämlich teilweise echt auf den Sack. Alter Falter, jetzt liegt er aber hier los mit ein paar Schiffchen. Hattacks. Das quasi Angriffsschiffchen der Bad Boys. Aber so einfach lasse ich mich da auch nicht unbedingt abwimmeln. Sollen die mal ruhig hier ein bisschen kämpfen. Und das hier einmal kaputt machen. Und dann würde ich ja sehr, sehr gerne mal... die hier losschicken. So. 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 Und so. Ab geht er, Peter. Jetzt gucken wir mal, was hier jetzt gleich abgeht. Oh, ist das geil. Guckt euch das mal an. Oh, ist das geil. Alle aus dem Hyperraum geflogen und jetzt sind wir voll einsatzbereit und machen den gleich so richtig die Hölle heiß. Aber so richtig schön. Na, kommen da noch ein paar Jäger aus dem Hangar eventuell? Nee, sieht nicht so aus. Also gibt's jetzt auf den Sack. Was ist das hier? Schiff kapern. So. Wir geben jetzt einmal hier dem Schildgenerator auf den Sack. Und SG-1 könnte ja theoretisch... Wenn es notwendig ist. Nee, es geht nicht. Schade, ich dachte, ich könnte mit SG-1 jetzt hier dieses Schiff übernehmen. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Egal, dafür hier mit den Bombern jetzt... Ja, guck mal, der frisst doch schon, das sehe ich doch so schon. Der frisst ordentlich, Leute. Dann ihr beide bitte mal hier... das Ding kaputt machen. Vielen herzlichen Dank. Was macht meine... Alter Falter, der ist gerade schon down gegangen, würde ich mal sagen. Oh Mann, die fressen aber ordentlich. Ah, das war vielleicht gar nicht mal so die gute Idee. Ja, die fressen allesamt richtig ordentlich. Alter Falter. Ja, Hilfe. Boah. Gleich war es das mit denen. Krasser Scheiß, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Okay. Der baut also wirklich ordentlich Damage. Achso, der baut ja schon auf. Okay, alles klar.
Dann einfach nochmal. Fürs Fressbrett. Oh, guck mal. Das hat die aber ordentlich gefressen. Ja, so ein paar Bomber, die machen schon ordentlich Damage. Sehe ich alles ein. Hammergeil. Was ist das hier eigentlich alles? Achso, das sind alles nur irgendwelche Larif. Hallo? Was macht ihr hier? Na, die kriegen jetzt aufs Maul. Dass sie damit einverstanden sind? Colonel Jack O'Neill. So. Dann haut ihr mal hier bitte den scheiß Helden weg. So, und wir behaupten jetzt erstmal hier die scheiß Raumstation für uns. Der ist weg. Und da ist die Ori-Raumstation. Geschichte. Das könnte ein Problem werden. Was mir das jetzt allerdings bringt, ja, keine Ahnung. Und was da jetzt überhaupt passiert, auch gar keine Ahnung. Aber ich glaube, die Jäger kriegen ganz schön auf den Sack. Schön. Schön, schön, schön. Was fliegt hier noch rum? Irgendein Hattack schon wieder? Ja, ist mir egal. Gar kein großes Problem. Die Raumstation ist, glaube ich, wieder aufgerüstet. Ja, die ist wieder aufgerüstet. Jetzt haben wir noch hier zum Beispiel die Odyssey. Auch ein Schiff dieser Klasse hier übrigens. Nur ein bisschen stärker als Held und aufgerüstet natürlich. Ich meine, natürlich. Was denn sonst? Das ist ein Schiff der Asgard, der verbündeten Rasse der Menschheit. Auch sehr, sehr schön. Und dann bauen wir mal eine Station weiter aus. Bauen... Ach, eigentlich müssen wir gar nichts groß ausbauen. Die hier kämpfen immer weiter. Das ist alles soweit vollkommen in Ordnung. Und jetzt fliegen wir mal auf Angriffskurs auf diese Scheißstation. Dass wir hier mal ein bisschen Damage reindrücken. Einfach mal so. Dann können wir nämlich vielleicht sogar schon die ganze Scheiße hier beenden. Gucken wir mal, fliegt mal alle los. Habt alle Spaß und so. Ich könnte natürlich auch das hier, was ist denn das überhaupt? Das ist... sind die modernsten Raumschiffe der Asgard. Sind böse bewaffnet, alles gut, ja. Nein. Dann bitte den hier einmal bauen. Dann gucken wir gleich mal. Stufe 3 oder was ist das? Ja, eine Basis Stufe 3. Und dann gleich mal hier auf den Schildgenerator. Bedanke mich. Ich könnte jetzt natürlich auch die hier gleich mal reinhauen, denn wer die Raumstation zerstört, hat ja eigentlich schon gewonnen. Aber ich will die ja quasi erstmal nur ein bisschen ärgern. So richtig verteidigen kann sich die KI nicht so ganz eigentlich. Also irgendwie hat die sich nur auf diese scheiß Station konzentriert, hat mich nebenbei so ein bisschen geärgert und mehr war da eigentlich nicht. Ich könnte jetzt natürlich, ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich mal. Ganz frech. Einfach mal hier meine 304er rufen. Ich finde, die Schiffe sehen auch einfach am geilsten aus. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die sind so der Hammer, die Dinger. So, gleich mal alle Schiffe hier rufen. Die gibt gleich den Geist auf. Ist nicht ganz so wild. Kann ich so noch mit leben. Die haben natürlich auch alle hier Geschweidglader, ja. Geleitgeschwader. So nämlich. So. Jetzt gibt's gleich auf den Sack für diese Station. Das fliegt darum. Achso, der Held. Der rennt zu Mami. So. Was mich wirklich, wirklich stört, möchte ich meinen, dass hier wirklich sehr viele... Ach man, Odyssee, nimm die alleine. Ist mir egal. Nimm die alleine. So nämlich, seht euch das mal an, ey. Der macht die schon alleine. Ihr kümmert euch mal alle hier um die ganze Chose. Am besten auf den Schildgenerator, weil den möchte ich ganz gerne loswerden. Obwohl die auch ordentlich Zaster kriegen, also die kriegen schon ordentlich auf die Fresse eigentlich. Aber das ist alles nicht allzu groß als Problem gedacht. Ja, macht doch was ihr wollt, ist mir doch wurscht. Ist die aufgerüstet? Nee. Schade. Was geht jetzt hier ab? Oh. Ein Systemflaggschiff, okay. Weiter auf den Hangar, bitte. Können Sie mich hören? Immer schön weiter auf den Hangar. Was bist du eigentlich hier? Ach egal, geh einfach mit drauf. Ist mir nur wurscht. Der Feind haut also noch ein paar böse Schlachtschiffchen raus. Ich warte mal, bis
dass sie auf Stufe 5 ist und dann geht los, Leute. Machen wir mal noch ein paar Bomber in der Zeit. Stark gegen. Und noch stärker. So, jetzt geht nämlich los hier. Möchten Sie mitfliegen? Bumm. Ich würde mit dem Schiff ungern in die Schlacht ziehen wollen. Okay. Meine Schiffe kriegen echt böse auf den Sack verhältnismäßig, stelle ich mal so fest. Aber mein Gott, was soll's? Der Schildgenerator dürfte gleich... Alter Falter, jetzt haut der aber ordentlich hier rauf. Baal auch noch. Okay, er haut doch ein paar Helden raus. Jetzt möchte ich das aber wissen, der kleine Mistkerl. Na, egal. Die Odyssee kümmert sich mal so lange hier um... Das Alter Falter, was geht denn jetzt ab? Uiuiui. Okay. Wird Zeit für den Arschloch-Mode. Ich will das Ding jetzt zerstört sehen. Zerstöre es. Geht doch. Einfach mal Tarnung. Ihr seht mich nicht, doch ihr seht mich. Warum seht ihr mich denn? Ne, jetzt seht ihr mich nicht mehr. Doch, ihr seht mich. Okay, was soll's. Kämpf, Odyssee! Kämpf bis zum Ende! Alter Falter, guck dich mal an, was bitte abgeht. Alter Falter, was geht denn hier ab? Wie wir hier gerade auf die Fresse kriegen eigentlich. Ist ja kackenfrech. Kackenfrech. Na egal, ich schicke einfach gleich hier die drei los und dann... Alter! Was der hier an Schlachtschiffe reinruft. Okay, jetzt hat der Penner mich böse verarscht, glaube ich. Der hat alles in der Hinterhand gehalten. Ja, und Tor geht gleich mächtig ab, Leute. So sieht es nämlich aus. Ja, nur mit deinen kontrollierten Bedingungen. Alter, wie wir auf den Sack bekommen. Flieg! Flieg weg! Okay, da war's. Das war's dann. Schade. Und die Jäger dürfen auch nicht mehr lange aushalten. Ach, schade, 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 schade. Aber ist ja kein Problem. Können wir doch trotzdem irgendwie mitleben, nicht wahr? Alles kein Problem. Alles nur halb so wild. Wir müssten nur mal ein bisschen schneller hier Produktionskosten und so. Haben wir da irgendwas... die Panzerung. Atomraketen ist mir egal. Das ist mir auch egal. Naja, egal. Einfach alles bauen. Ist doch wurscht. Ist doch jetzt vollkommen Latte. Was soll denn noch der Geiz? Sind da nicht mal die Geschwader? Nee. Doch. Ein so ein Jäger ist dann noch. Nein, wie gesagt, ich würde ja ganz gerne, wenn die jetzt so lange durchhalten, würde ich ja ganz gerne hier die beiden Schätzchen und den guten Tor mal in den Schlachtfeld, auf das Schlachtfeld beordern. Und dann geht nämlich ab, Leute. Dann geht jetzt gleich ab. Ja, jetzt geht ab. Leider von der falschen Seite, obwohl das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Passt mal auf. Wir machen jetzt mal Taktik. Da soll es doch heißen, der Nichols hat keine Ahnung von Taktik. Hahaha. So. 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 Und so. Alles klar, ab geht's. Das hier ist jetzt nämlich das mit stärkste, was meine Raumstation zu bieten hat. Wenn die Menschheit profitieren soll, was wir da draußen finden, müssen wir in der Lage sein, es unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Ja. Und darum ballern wir jetzt auch Leuten mal böse vom Kopf. So einfach ist das. Ganz, ganz simpel und überhaupt nicht kompliziert. So. Ihr Schätzelein. Los geht's. Was hat der drauf? Konzentriertes Waffenfeuer. Und Schildenergieschub. Das ist doch schon mal schön. Na komm, ballert mal darauf. Passt mal auf, Leute. Jetzt geht das nämlich gleich sowas von down. Guckt euch das mal bitte an hier. Sem, sem, sem. Das kriegt so ein Sperrfeuer ab, das gute Stück. Das darf man schon eigentlich gar keinem mehr erzählen. Einfach so, immer schön. Jippen 3, 9er.
So. Und das war's auch mit dem. Und jetzt geht's nämlich ab. Und wir bewegen uns mal mit tosenden Donnerblitzen auf die gegnerische Raumstation zu. Und die kriegt dann gleich auf den Sack. Das kannst du wissen. Das kannst du einfach mal wissen. So, in der Zeit bauen wir natürlich noch fleißig weiter Schiffchen. Damit die auch alle schön was zu tun haben. Leider sind die natürlich relativ gesehen sehr, sehr langsam. Das heißt, die brauchen natürlich ihr Weilchen. Und müsste ich jetzt erstmal sonst irgendwo durchkämpfen. Zeiterweiterungsfeld, ja, scheiß drauf, ist mir doch egal. Brauchen wir jetzt einfach mal nicht. Ja, auch die Satelliten, die haben eigentlich so kaum was entgegenzusetzen, sag ich mal. Das ist ja eigentlich echt kaum was, was die da drauf haben. So, die Jäger jetzt auch hier schön auf die Station reinhauen. Wo sind meine drei Großen? Da sind sie alle. Und los geht's. Gib ihm. Haben wir schon. Naja, es ist eine Stufe 4, also einfach immer raufhauen. Immer schön auf die Fresse. Schicken wir mal gleich noch ein bisschen Verstärkung. Machen wir den hier. Und den hier. Zwei Schiffe der Daniel Jackson Klasse. Und die geben jetzt auch nochmal so ein bisschen auf den Sack hier. Guckt mal, so einfach ist das. Wie gesagt, also großer Kritikpunkt finde ich, dass hier wirklich sehr viel durcheinander gesprochen wird. Alles, was ich anklicke, man merkt es ja hier, alles, was ich irgendwie anklicke, wird sofort kommentiert. Ne? Ich klicke den an, den. Also ich habe zigtausend Geräusche und das ist halt verhältnismäßig doof, beziehungsweise schlecht. So, guckt euch das mal an. Hier ist voll die Armee, die alle auf das eine Schiff raufballern. Das jetzt gerade hier klein gekriegt haben, ne? Aber ich meine, die können ja jetzt schon kaum was machen. Also, hallo. Guckt euch das mal bitte an. Deren Station ist voll im Arsch, ja? Also wirklich richtig suppennudelmäßig gefickt, ja? Und darum kriegen die halt voll auf die Nüsse. Jetzt sind gleich die Versorgungsdocks weg. Bam, so einfach. Schicken wir einfach mal Just for Fun die Odyssey noch in den Kampf. Die darf auch nochmal rauffeuern. Na komm. So. Und Feuer. Bam. Gleich noch ein Energiesystem kaputt gehauen. Jetzt war es das gleich. Guck mal, die können eigentlich, da kann der Computer noch so gut spielen. Die können jetzt schon echt nichts mehr machen. Das ist ja hier komplett abgefrühstückt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. So, wir haben nämlich übrigens gesiegt. Das ist sehr schön. Und das reicht auch schon als Ersteindruck. Wenn hier irgendwann mal eine galaktische Eroberung bzw. Kampagne rauskommt, ja, dann will ich das unbedingt als Projekt spielen. Also auf dem Kanal unbedingt aktiv. Da habe ich so viel Bock drauf. Das habe ich schon ganz lange im Kopf, weil ich ja wusste, okay, da bauen die sowas. Das kommt bald bestimmt mal raus. Hier hat man auch eine schöne Übersicht. Eine eigene Verluste, gegnerische Verluste, die ganzen Schiffchen. Und das ist natürlich das Wichtigste. Raumstation verloren und alles ist gut. Von daher einmal verlassen. Dann sehen wir uns gleich im Hauptmenü wieder. Oder beziehungsweise hier. Hier gibt es also auch noch andere Maps. Ja, das ist alles wunderschön. So. Und dann kann ich jetzt erstmal nur noch sagen, wir sehen uns bei einem anderen Gameplay oder bei einem Let's Play-Projekt. Von daher sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal bei einem Video von Space Let's Play. Tüdelü.